Kontakt bleiben. Treći je što ćemo mi dalje ostati sa vama u kontaktu. Du hast unsere Telefonnummer. Imamo brojeve telefona. Du kannst uns aufrufen. Gordana, ti možeš svako doba da nas pozoveš kad je potrebna pomoć. Und wir werden unser Bestes tun, dass wir auch weiterhin dir Unterstützung geben können und dem Roten Kreuz, wenn du einmal das Zepter in neue Hände legst. I mi ćemo se potruditi da i dalje budemo podrška Crvenom krstu Sombora i kad Gordana bude morala njeno mesto da napusti i naslednici tu budu. Hier ist noch einmal etwas drin, das den Namen gemeinsam trägt. Ovdje ima još nešto u ovom omotu što nosi ime zajedno. Eine Emigrantin aus der Vojvodina, in der Nähe von Senta, aufgewachsen. Jedna emigrantkinja iz Vojvodine koja je u okolini Sente odrasla. Melinda Nagy-Aboni. Melinda Nagy-Aboni. Sie lebt in der Schweiz jetzt. Ona živi sad u Švajcarskoj. Und hat ein Buch geschrieben. Napisala je jednu knjigu. Das heißt auf Deutsch Tauben fliegen auf. Na nemačkom se zove ta knjiga Tauben fliegen auf. Wurde übersetzt in Serbische. Ali na srpskom prevedeno je Golubije srca. Das ist ein schönes Wort. Golubije srca. Srce, to je jedna lepa reč. Na našim auf den T-Shirts, die wir bekommen haben, es zeichnete so, ja. Es widerspiegelt alles. Ja. Na našim ovim majicama što smo dobili, sve to, mira koje nas. Sie hat für dieses Buch zwei Preise bekommen, den deutschen Bücherpreis und den Schweizer Bücherpreis. Ona je za ovu knjigu dobila dve nagrade, nemačku književnu nagradu i švajcarsku knjižnu. Es ist auch für uns etwas Neues, dass eine Emigrantin auf Deutsch ein Buch schreibt, das den ersten Preis bekommt. To je vrlo neobično za nas da jedna migrantkinja napiše tako dobru knjigu na nemačkom koja je zaslužila tolike nagrade. So sind auch wir immer wieder Empfänger, nicht nur Donatoren. Ja. Ihr gebt etwas von eurer kulturellen Reichtum auch an uns weiter. Mi nismo samo donatori u vašim očima, nego smo isto tako primači. Mi primamo od vašeg blaga, ovako kao što je na primjer ova knjiga. Jetzt hoffe ich nur, finde es Zeit, das zu lesen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielmal Dank, aber ich werde nicht weinen. Ich möchte nur etwas sagen. Vielen Dank, dass Sie haben Geduld diese 20 Jahre mit mir. Aber das war nicht nur, es stimmt, dass ich war hier im Roten Kreuz Leiterin, aber ich konnte das nicht machen, weil meine Kinder. Zdravje, ide nam uvijek, dođem Sombor. Gesundheit und es wird immer zu uns nach Sombor zu. Zahvaljujem. Švajcarski odgovornici bio gospodine Ostojiću. Geschätzte Herr Vizekonsul, gospodine Ostojiću. Uvaženi predstavnici gradskih zajednica i svih institucija u gradu Somboru koji ste danas prisutni. Geschätzte Vertreter von allen religiösen Gemeinschaften und von anderen Somborer Institutionen. Imam izuzetnu čast što vas danas mogu pozdraviti na jubileju 20-godišnjici naše saradnje i u neku ruku zaključivanju ovog perioda od dve decenije koliko vi sarađujete sa gradom Somborom. Es ist mir eine besondere Ehre, heute euch da zu begrüßen. Zu 20 Jahren Zusammenarbeit zwischen Gemeinde gemeinsam in Sombor und auch vier zum Beenden von dieser Zusammenarbeit. Kada ste pre 20 godina donosili odluku o izboru gradova kojima ćete humanitarno pomagati, niste mogli naći bolju sredinu nego što je to grad Sombor. Als ihr vor 20 Jahren sucht den Veli Stadt,
welcher Stadt wollen dir helfen? Haben also niemand besser können finden als Sombor. Bivša Jugoslavija tada je prolazila kroz jedan težak period svoje istorije, a mi smo i onda kao i sada bili raspoloženi za miran suživot svih sugrađana. In ehemaligem Jugoslawien war damals eine sehr schwierige Zeit, aber wir aus der Stadt Sombor sind immer bestrebt, sie gemeinsam im Frieden wiederzunehmen. Hvala vam u ime svih onih Somboraca koje znamo i ne znamo, kojima ste materijalno pomogli u prethodnih 20 godina. Ich bedanke mir für im Namen von der Somborer Bevölkerung, die wir kennen oder auch nicht kennen, denen ihr in den 20 Jahren materiell geholfen habt. Ali mnogo važnije od toga je što smo u protekle dve decenije sklopili jedno izuzetno lepo partnerstvo, za koje sam ja ubeđen da će se nastaviti i nakon završetka ovog projekta. Viel wichtiger aber war, dass wir denn miteinander eine sehr gute Partnerschaft auf beiden stellten. Und ich bin überzeugt, dass da weiter die Partnerschaft weiter bestehen wird. Na kraju ću reći dve rečenice iz vašeg pisma, koje divno pismo, ali smo dve rečenice naročito dotakle. Am Schluss möchte ich noch zwei Sätze aus eurem Brief noch erwähnen, die besonders wichtig finde. Deliti sa drugima ne osiromašuje, već naprotiv obogaćuje. Mit anderen teilen macht uns nicht ärmer, sondern macht uns reicher. Sve ostaje, sve prolazi, a prijateljstvo ostaje. Alles geht vorbei, aber Freundschaft bleibt. Hvala vam, lepo, bilo je čast sređivati se. Vielen Dank, es ist eine große Ehre, mit euch zusammen zu arbeiten. Dear Friends, herzlichen Dank für die Grußworte des Stadtpräsidenten Nemanja Delić und des stellvertretenden Stadtpräsidenten Vasarević. Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji, najljepše hvala na pozdravnim rečima gradonačelnika Nemanje Delić i potpredsjednika Vasarevića. Danke allen, dass Sie hierher gekommen sind, mit uns zu feiern, und speziellen Dank auch noch einmal für den Kinderchor, der uns mit den lustigen Liedern erfreut hat. Najljepše hvala i dečijem horu, Šareni lokali, pod vođstvom Marije Stojčić-Hajnal. Hvala svima vama što ste došli da sa nama proslavite. Am 20. april 1993, also morgen vor 20 Jahren, sind wir zum ersten Mal in Sombor angekommen, zusammen mit einem Lastwagen, mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern für das Rote Kreuz. Tačno pre 20 godina, naime 20. aprila 1993. godine, smo mi iz Gemeinde Gemeinsam, opštine zajedno, prvi put u pratnji kamiona sa namirnicama i humanitarnom pomoći za Crveni krst došli u Sombor. Und Sombor haben wir gewählt, weil hier die Bürger zu Beginn des Krieges erklärt haben, Sombor sei und bleibe eine Stadt des Friedens und des gegenseitigen Respektes. Izabrali smo Sombor, jer su ovde građani na početku rata izjasnili da je to grad mira i međusobnog poštovanja i da će to i dalje tako ostati. Wir waren entschlossen, den Menschen in dieser Stadt in schwieriger Zeit beizustehen, mit humanitärer Hilfe für Einheimische und für Flüchtlinge. Und so kamen im Laufe der Zeit 60 Lastwagen mit 1200 Tonnen nach Sombor, beladen mit Gütern, die Menschen bei uns in der Schweiz gespendet haben. Odlučili smo da u tom teškom vremenu damo podršku ljudima ovog grada putem humanitarne pomoći za domaće i izbeglice,
sljedećih godina je 60 kamiona natovarenih sa 1200 tona pomoći koju su ljudi iz Švajcarske dobrovoljno dali dospelo do Sombora. Von Anfang an aber war uns auch daran gelegen, mit Ihnen, den Menschen in Sombor, persönlich Kontakt zu pflegen. Mit den Kindern im Waisenhaus, den Behinderten in Stara Mogorica, mit den Jugendlichen von Ravangrad, vom Roten Kreuz und von Juventus Cantat, mit den Deutschklassen am Gymnasium, den Menschen in den verschiedenen Religionsgemeinschaften, zum Beispiel der katholischen Pfarrei, Minderheiten und Nationalitäten, den Bürgerbewegungen und den Stadtbehörden. Od samog početka nam je veoma bilo važno da se ljudima iz Sombora direktno uspostavimo lični kontakt. Sa decom iz doma, osobama sa posebnim potrebama u Staroj Moravici, sa omladinom iz Ravangrada, Crvenog krsta i iz hora Juventus Cantat, sa učenicima nemačkog jezika iz gimnazije, sa ljudima iz različitih verskih zajednica, naročito sa katoličkom parohijom, sa nacionalnim manjinama, sa građanskim pokretima i sa gradskom upravom. Und so ist eine Brücke der Freundschaft entstanden. Ein Hin und Her von Menschen vom Bodensee nach Sombor und von Sombor zum Bodensee. Wir haben alle an einem Friedensband geknüpft, das uns verbindet und darüber wollen wir uns freuen und feiern. Tako je nastao most prijateljstva, kojim su ljudi prelazili od Bodenskog jezera do Sombora, tamo i ovamo. Mi smo zajedno tkali jednu traku mira koja nas povezuje i tu vezu danas slavimo. Jetzt lade ich Sie ein, in Bild und Ton die 20 Jahre Revue passieren zu lassen. Christoph Zweile hat das für uns zusammengestellt. Es dauert 45 Minuten, eine Ton- und Bildschau. Vieles findet sich auch in der Broschüre, die Sie, wenn Sie dann draußen sind, auf einem Tisch aufgelegt finden und mitnehmen können. Gesehen, welche hat Christoph gemacht, sind viel, viel mehr als perfekt. Beide reden über 20 Jahre lang Zusammenarbeit, 20 Jahre lang Partnerschaft und 20 Jahre lang Freundschaft. Was ich meine über diese 20 Jahre und was ich gefühle, Sie können lesen in dieser Dokumentation. Heute möchte ich nicht über diese 20 Jahre reden. Heute und hier möchte ich etwas ganz anderes sagen. Möchte ich sagen, Nächste, mit Ende heutiger Tag und mit Ende dieses Jahr, unsere Partnerschaft geht langsam zum Ende. Das weiß ich. Aber das weiß ich auch ganz genau und was kann ich garantieren, ist auch Nächste. Mit Ende heutiger Tag und mit Ende dieses Jahr, unsere Freundschaft geht nicht zu Ende. Unsere Freundschaft wird existieren mindestens so lange, wie viel werden wir heutige Teilnehmen es wünschen. Ich bedanke im Namen aller Sombor-Leute. Danke. Schönheit mit Arne und Theresa,
Anne-Lene, Paul, Vreni Bruno, Vreni Walter, Hans-Jürg, Boba, Christoph, Rudi mit unseren Freunden aus Schweiz. Von euch, liebe Freunde und Freundinnen, haben wir gelernt, besser mit Jugendlichen und mit Jugendlichen zu lernen und zu mitarbeiten, sich für andere Leute engagieren, einen Friedensweg zu finden, immer größere Kreise der Freundschaft zu ziehen. Vielleicht nach den 20 Jahren sollten wir noch etwas ganz wichtig zuerst für uns selbst lernen, dankbar sein. Ich bin dankbar und ich wollte das heute und hier sagen, für alles, was ihr, liebe Freunde und Freundinnen, für uns alle in unserer Gemeinde gemacht habt, aber besonders noch für die Möglichkeit, dass 200 Jugendliche aus Sombor im Projekt Interkultureller Austausch im Kinderdorf Pestalozzi waren, viele Freundschaft zwischen Jugendlichen aus Gorni Baku, Fuskopi und Sombor, aber auch aus Osip und Sombor, alle Begegnungen, gemeinsame Reisen, Friedenseducation, Schönheit, Kultur, Geistlichkeit für 20 Jahre Friedensarbeit in Sombor. In diesen 20 unsicheren Jahren konnten wir auf Verständnis, geistige, moralische und materielle Unterstützung und ein warmes Wort von uns bekommen, bekannten und lieben Menschen aus einer besseren, besser eingerichteten und sicheren Welt retten. Vielen Dank. Mit besten Wünschen für noch viele gute Jahre und Begegnungen dort und hier, mit Wanderungen und Schönheit. И на нашем языке 20 Sehr geehrter Stadtpräsident, sehr geehrter Vereinspräsident, besten Dank für diesen warmen Empfang hier in Sombor. Ich bin das erste Mal hier, das ist eine wunderschöne Stadt mit lächelnden Leuten und ich fühle mich sehr wohl. Menschen in Not zu helfen und zusammenzuarbeiten ist keine Einbahnstraße. Alle Sie, die Gemeinden gemeinsam Schweiz und auch die NGOs vor Ort, habt bemerkenswerte Resultate erzielt in den letzten 20 Jahren der Zusammenarbeit und der Hilfe vor Ort zwischen den schweizerischen Gemeinden der Bodenseeregion und der Stadt Sombor und deren Umgebung. Dank Ihres Glaubens zur richtigen Zeit das Richtige zu tun, Ihrer Willensstärke und Ihrer nie endenden Ausdauer habt ihr eine Menge Leute und eine Menge Menschenleben vor der destruktiven Armut bewahrt, wenn nicht gar vor dem Tode. Habt sie aber auch dann wieder in einen Lebenszyklus, der menschenwürdig ist, reintegriert. Mit den Wassern des Bodensees und der fruchtbaren Ebene dieser Region habt ihr den Boden der Freundschaft befruchtet. Dazu beglückwünsche ich Sie. Ein 20-jähriges Kapitel zu schließen, wird sichtlich auch wieder ein neues öffnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine fruchtbare Zukunft, welche an die
gesunden und standhaften Bäume in dieser Stadt anbindet, farbige und duftende Blumen bringen soll und last but not least reiche und reichhaltige Gärten. Dozvolite da vam se na srpskom obratim. Poštovani predsjedniče grada Sombora, poštovani predsjedniče organizacije Gemeinden. Ganz herzlichen Dank für die Grußworte, die wir gehört haben von Gordana Savin, von Manda Prisching und dem Vertreter der Schweizer Botschaft, Vizekonsul Michael Ostdeutsch. Das Bild, das Sie gebraucht haben von dem Bodenseewasser und der Erde hier, fand ich sehr schön. Es hat mich auch erinnert an ein der letzten Bilder, eine Samenkapsel, die aufgesprungen ist, und ich denke, aus diesen Samen wird etwas wachsen. Srdačno se zahvaljujem na pozdravnim rečima Gordane Savin, Mande Prisching, gospodina Mihajla Ostojića, generalnog konzula iz predstavništva Švajcarske ambasade u Beogradu. Vi ste upotrebili tako lepe reči kada ste povezali slike Bodenskog jezera i sa plodnom zemljom ovde. Isto tako i svedoči zadnja slika koju smo videli na filmu, koja je prikazala jednu kapsulu koja se otvara i seme koje ispada. I to seme dokazuje da će tu rasti plod naše zajedničke saradnje i našeg prijateljstva koje smo do sada skupo postavili. Danke auch noch einmal dem Sextett unter der Leitung von Milan Radisic für die vorgetragenen Lieder, und das Unser Vater am Schluss hat mich sehr tief berührt. Također najljepše hvala na pesmama Malog Hora pod vojstvom Milana Radišića. Naročito me je dirnula zadnja pesma Očevoj. Was ich jetzt noch zu sagen habe, möchte ich zusammenfassen. Alles hat seine Zeit, aber die Freundschaft bleibt. Ono što ja želim sad vama da kažem, glasi: sve ima svoje vreme, ali prijateljstvo ostaje. Die 20 Jahre waren für unsere Zusammenarbeit zwischen Bodensee und Sombor wirklich eine gute Zeit. Und wir dürfen uns freuen über das Erreichte. Und wie schon gehört, das Miteinander teilen hat uns reicher gemacht. Grenzen, die man fast nicht sonst überwinden kann, sind durchlässig geworden. U veoma teškim uslovima ovih 20 godina je za nas, za naš zajednički rad između Bodenskog jezera i Sombora bilo dobro vreme. Možemo se radovati šta smo postigli. Zajedno smo delili i to nas je obogatilo. Granice između nas su postale. Wir haben einander besucht, eine andere europäische Kultur kennengelernt und schätzen gelernt, eine zweite Heimat und vor allem auch euch alle als gute Freunde gefunden. Vieles haben wir gemeinsam unternommen in diesen 20 Jahren und auch in dieser Woche. Vielen Dank allen für die schönen Begegnungen, die Erlebnisse in den letzten Tagen, die ihr uns geschenkt habt. Kroz posete jedni drugima upoznali smo jednu drugu evropsku kulturu, naučili da je cenimo, našli jednu novu domovinu
i pre svega stekli prijatelje. U ovih 20 godina smo mnogo toga zajedno radili. Hvala za sve susrete i doživljaje koje ste nam ove nedelje poklonili. Ich habe manchmal so gedacht, ach, es wäre schön, es ginge ewig so weiter. Und doch muss ich jetzt einen Schlusspunkt setzen. Ich trete meinem Alter entsprechend als Präsident und Projektleiter auf Ende dieses Jahres zurück. Ja, so mislio, a tako treba i dalje da ide. Ali ipak moram da stavim jednu završnu tačku. Krajem ove godine, odgovarajuće mu do starosti, kao predsjednik i upravnik projekata, ja prekidam sa radom u Gemeinde Gemeinsam. Aber dann mussten wir feststellen, ich habe keinen Nachfolger. Es spielte dabei eine Rolle, dass auch verschiedene Projekte sowieso zu einem Ende gekommen sind. Zum Beispiel der Kindersommer im Waisenhaus fand die letzten zwei Jahre nicht mehr statt. Zaključili smo da nije mogao da se nađe nijedan zamjenik. Pri tome je ulogu igralo to što su razni projekti koje smo mi u ovih 20 godina podržavali došli svom kraju. Naprimjer, letnje aktivnosti sa decom u domu. Andere projekte, denken wir, sind eigentlich Aufgaben der Stadt Sombor, zum Beispiel die Suppenküche. Und noch andere Projekte konnten wir in eine neue Trägerschaft überführen. Das internationale Sommercamp an der Donau wird auch weiterhin durchgeführt werden. Drugi projekti moraju u buduće biti potpuno u odgovornosti grada. Naprimjer, narodna kuhinja. Drugi će se i dalje voditi, ali pod upravom novog nosioca, dotično internacionalni letnji kamp. Die Mitgliederversammlung von Gemeinde Gemeinsam hat vor einem Monat beschlossen, unterstützen und zu einem guten Abschluss bringen. Na sastanku članova Gemeinde Gemeinsam pre mjesec dana doneta je odluka o raskidu organizacije krajem ove godine. Do kraja godine ćemo podržavati razne projekte i dovesti ih do kraja. Wir bitten um Verständnis für unseren Entscheid und versprechen aber, dass die Freundschaftsbrücke weiter bestehen bleiben soll und von uns auch begangen wird. Alles hat seine Zeit, die Freundschaft, die bleibt. Molimo vas da razumete ovu našu odluku. Obećavam vam da naš most prijateljstva neće prestati, nego će i dalje postojati i da ćemo ga i dalje prelaziti. Sve ima svoje vreme, ali prijateljstvo ostaje. Wir dürfen jetzt zum Schluss nochmals einige Lieder hören.